habe ich geweint und musste fast im Krankenhaus. Fast. Wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Lucila. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch! Einen wunderschönen guten Morgen, meine Hübschen. Ein, zwei Tage, glaube ich, gab es jetzt keinen Vlog. Das lag daran, dass bei uns hier im Haus Stromprobleme herrschten und heute ein Elektriker gekommen ist und diese behoben hat, ein Glück. Es lag an einer Steckdose. An einer einzigen Steckdose lag es, dass im ganzen Haus die Elektrik lahmgelegt war und jedes Mal der FI-Schalter in dem Stromkasten ausgefallen ist und dadurch alle Geräte natürlich nicht funktioniert haben und ich weder kochen konnte richtig, noch Wäsche waschen, noch Spülmaschine. Ich habe mit der Hand abgespült und es war echt voll doof und jetzt weiß ich mehr zu schätzen, was eine Waschmaschine macht und was eine Spülmaschine macht und ein Hoch an alle, die mit der Hand abspülen, auf jeden Fall. Deswegen tut es mir leid, dass der Vlog nicht kam. In letzter Zeit kamen voll oft mal keine Vlogs, aber ihr habt sicher dafür Verständnis, wenn man 6-mal in der Woche vloggt, dass es auch mal Tage gibt, in denen es einfach nicht geht oder man auch keine Lust hat mal oder. Soll ja auch alles noch Spaß machen. Und jetzt habe ich mich fertig gemacht. Der Kian war halt schon bei meiner Mama. Dadurch, dass der Elektriker halt kommen wollte, habe ich gesagt, okay, dann, nachdem ich Esila und Milan weggebracht habe, bringe ich ihn gleich zu Mama. Dann ist hier Ruhe, weil er ist dann sonst zu aktiv und stört vielleicht. Ja, ich habe mich jetzt, wie gesagt, fertig gemacht. Heute ist der letzte Termin von Mama, wo wir ins Kosmetikstudio fahren und dann sind wir mit 10 Behandlungen durch. Ja, ich starte das Video direkt mit einer Produktempfehlung bzw. einer Produktplatzierung. Und ich möchte vorab sagen, dass ich wirklich nur Produktplatzierungen annehme, hinter denen ich auch wirklich stehe und die ich wirklich gut finde und auch über einen längeren Zeitraum getestet habe. Gerade wenn es um solche Sachen geht wie Tabletten oder sowas. Also das ist jetzt zum Beispiel etwas komplett Natürliches und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich euch das mal vor. Also ich habe hier diese Tabletten von Alsapharm zugeschickt bekommen. Die heißen Bimaxan Forte und sind bei Haarwuchsstörungen und Haarausfall. So sehen die aus. Die gibt es einmal in einer Monatspackung und in einer 2-Monats-Packung. Und wie gesagt, bestehen die aus natürlichen Inhaltsstoffen und sollen halt Haarausfall verhindern, verbessern, also dass es nicht mehr ausfällt und Haarwuchsstörungen auch, also dass sie wieder wachsen und so weiter und so fort. Ich kann noch mal ganz kurz sagen, also hier ist sowas wie Brennnessel, Zink und Calcium und Vitamin B, schwarzer Pfefferextrakt, Folsäure und so weiter und so fort drin. Das kann ja nicht schaden bei mir gerade, weil ich auch im Kinderwunsch bin. Das Ganze ist frei von Farbstoffen, frei von Gluten, Laktose, ist für Männer und Frauen geeignet, vegetarisch und hat natürliche Inhaltsstoffe und man nimmt eine Kapsel täglich. Und ja, ich habe jetzt insgesamt 2 Monate getestet. Ich habe euch davon noch nicht erzählt, weil ich halt immer nicht wollte, dass dann zu viele Nachfragen kommen, bevor ich das überhaupt zu Ende getestet habe. Und sowas braucht ja auch immer Zeit. Und zwar ist es so, dass ich gemerkt habe, dass mein Haarausfall wirklich besser geworden ist. Ich kann nicht sagen, dass meine Haare dadurch schneller gewachsen sind. Da habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass meine Haare so kraus sind und immer so oben stehen und ich das einfach nicht sehe, wenn es ein bisschen wächst. Da muss schon ein bisschen mehr wachsen, damit ich überhaupt was erkennen kann. Und das kann ich in diesen 2 Monaten einfach nicht. Aber ganz ehrlich, ich hatte viel Haarausfall. Also gerade nach dem Duschen und Kämmen und so weiter. Das war eine Katastrophe einfach, das ist so ausgefallen. Bei mir ist es aber das Glück, dass ich viele Haare habe und es jetzt nicht so gravierend ist und ich dann irgendwie mit kahlen Stellen dastehe oder so. So war es jetzt nicht. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass nach dem Waschen und nach dem Kämmen viel weniger Haare ausgefallen sind als vorher. Und das schon nach 2 Monaten. Diese Tabletten sind halt in Zusammenarbeit entstanden mit Pharmazeuten, mit Ernährungswissenschaftlern und mit Dermatologen, also mit wirklich speziellen Leuten. Und die haben das alles unterstützt und in Zusammenarbeit mit Alsapharm ist halt dieses Produkt entstanden. Ja, falls ihr noch weitere Informationen dazu lesen möchtet, dann linke ich euch das gerne in die Infobox rein und dann könnt ihr euch das nochmal gerne anschauen. Und dann, würde ich sagen, gehe ich jetzt zu Mama. Thank you.
Also ich habe jetzt Milan von der Schule abgeholt. Muss aber eben noch zwei Besorgungen machen. Ich weiß das nicht. Habe ich überhaupt Geld dabei? Ja. Und dann muss ich... Ja, mir fehlt nämlich eine Farbe vom Baumarkt. Die muss ich jetzt holen und dann nach Hause. Ich war einkaufen. Ich muss unbedingt diese Glühbirnen austauschen. Das ist ja der Horror. So, also, ich habe einmal gekauft Äpfel. Ich war übrigens diesmal bei Netto einkaufen. Dann ein Bio-Brot zum ersten Mal. Schmeckt richtig lecker. Meine Mutter hat das selber geholt und wir haben vorhin was davon gegessen. Das war sehr lecker. Ein Brokkoli. Einmal Salat. Bananen und Mandarinen, Mandeln, Salz, Bio-Weizenmehl, Paprika. Dann haben wir Käse und Hähnchenbrust, Joghurt, Dinkelmehl, weil ich wollte gerne Brot backen. Ah, eine frische Milch, eine Kaffeesahne für Serki. Hier haben wir nochmal guten Hähnchen-Salami. Zweimal Butter. Ich habe meine blaue Mappe in meinen Schuhrahmen getan. Vielleicht, vielleicht war die auf, vielleicht habe ich nicht richtig zugemacht. Nee, dein Ranzen war aber zu. Hast du bestimmt in der Schule vergessen. Hattest du deine Hausaufgaben da drin? Oh. Und jetzt? Kannst du seine Jacke Weil ich mich so beeilen habe. Du sollst dich nicht beeilen. Ich sag dir immer langsam machen, aber dafür ordentlich. Nicht immer schnell aber machen. Aber damit du nicht sagst, ich komme immer zu spät. Nee, ich sag nicht, du kommst immer zu spät. Und andere Hausaufgaben hast du nicht? Dann war Kaffee im Angebot von Edushu von 13 Euro auf 10 Euro im Angebot. Zweimal Hefe. Eine Gurke, einmal Möhren und nochmal Salz. Weil wenn mir Salz fehlt, dann vergesse ich immer Neues zu kaufen. Deswegen hole ich immer gleich mit Ersatz. Lässt ihr das mal bitte? Kian, komm mal. Darf ich Hände von Mama? Ja. Eine. Kian, wo sie denn hin muss? Ja. Das ist, doch gar nichts. Was ist denn hier? Nein, möchtest du? Ja, zwei. Eine, Mama. Ess erstmal eine und dann kommst du noch eine, okay? Mama. Ja, du kannst ja erstmal mit Kascha. Was ist? Hallo. Muss? Was soll ich mit Kascha machen? Du kannst ja mit Pascha teilen erstmal deine Banane. Pascha ist übrigens nicht kuschelt hier. Das ist scheut. Muss? Ja? Ja. Oh, die ist noch nicht so ganz reif. Mmh. Oh, lecker, ne? Mmh. Tür aufmachen! Puff. Muff. Puff, du Muff. Muff. Cool. Hallo. Hallo. Hallo? Ich heiße Milan. ich heiße Kian. Mein Name ist Kian. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Hübschen. Guten Mittag. Guten Mittag, meine ich. Oh, Schluck auf. Ich habe gerade eine Kleinigkeit gegessen, und zwar drei halbe Kartoffeln, die von gestern noch übrig waren. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt. Es gab wirklich nichts, was ich vloggen könnte. Manchmal hat man so Tage und ich denke so, ey, Alter, du hast heute kaum gevloggt. Was habt ihr eigentlich den ganzen Tag gemacht? Nichts, nämlich gar nichts haben wir gemacht. Jetzt aber gerade habe ich was gemacht. Und zwar habe ich mich fertig gemacht, ein Video bearbeitet. Oder ich bearbeite es gerade quasi immer noch. Und das ist nämlich ein Rossmann Haul. Der ist gestern für euch online gegangen. Den kann ich euch gerne nochmal in die Infobox verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe ein bisschen Deko eingekauft und ein bisschen bei Rossmann eingekauft. Und das habe ich gezeigt. Und jetzt hatte ich so Bock auf Schokolade und ich habe hier noch die von Ragusa von dem Event noch übrig. Davon werde ich mir jetzt ein paar Stückchen gönnen. Ich
gönne mir wirklich nicht mehr so oft Schokolade wie früher. Wirklich eher selten, aber nicht, weil ich irgendwie auf Diät bin oder so, sondern weil ich es einfach häufig vergesse und mehr Lust auf so salziges Gebäck habe oder so. Also ich bin eher so der herzhafte Typ. Dann esse ich lieber Tomate mit Avocado abends statt eine Tafel Schokolade, aber manchmal überkommt mich doch die Lust. Die schmeckt so gut. Gut. Ich werde jetzt weiter bearbeiten, schau, dass ich mit vollem Mund rede. Aber so ist das nun mal. Bis gleich. So, heute gibt es bei uns Wirsing-Eintopf. Falls ihr euch für das Rezept interessiert, dann postet das mal gerne in die Kommentare. Dann können wir das gerne mal abfilmen. Wir haben zum ersten Mal heute Wirsing gemacht und ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Ich wollte euch übrigens nochmal diese Girlande, sag mal Girlande, zeigen. Die habe ich zugeschickt bekommen von einer lieben Zuschauerin, die das auch selber macht. Ich verlinke euch den Shop unten mal. Der heißt Ecelia Shop, da, auf Instagram. Und ja, sie wollte mir gerne was schicken, was sie halt selber macht. Und da habe ich gesagt, klar, unterstütze ich, dann verlinke ich sie unten in der Infobox einmal. Unvorteilhafte Perspektive jetzt, aber ich zeige es euch nämlich so nochmal. So sieht das aus. Ja, das Zimmer der Jungs wird hier bald umgestaltet und man findet das bestimmt einen schönen Platz an der Wand. Und sie hat mir halt auch angeboten, eine zu verschenken. Also falls jemand Interesse an einer hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann ja, mache ich da eine Mini-Verlosung draus. Und dann kann sich auch einer von euch darüber freuen. Ich werde jetzt die Deko hier mal so ein bisschen machen. Ja. Ja. Hä? Ich koche nicht. Nee, das ist Dekoration, mein Schatz. Nee, es gibt nicht noch mehr. Später. Ja, hol Mandarine, kannst du essen. Ja, nein. Aber Element nein, nicht anfassen, nein. Okay? Nein. Eine Vase. Bei Amazon Teppiche gekauft. Die rolle ich jetzt mal aus, aber ich habe sie mir in Grau bestellt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich... Hey! Ich muss aber dazu sagen, dass ich die nächsten Tage dafür was anderes noch bekomme, nämlich Überzüge. Da könnt ihr schon gespannt drauf sein, wie das aussehen wird. Aber trotzdem möchte ich jetzt mal gucken, wie die Teppiche aussehen. Ja. Ich muss meine Uhr da reingetan. Oh, Kian, nein. Die anderen beiden gucken wie Der kommt heute nicht nach Hause. Der hat eine Auslandstour. Ja, kannst du haben. Denn dann ist deiner schon ein bisschen kleiner geworden. Ja. Ja? Meiner schon bis hier. Ja, dann nimm den noch. Was hast du da gemacht? Ich hab mich wehgetan und Tom hat mich ausgelacht. Du hast dir wehgetan und Tom hat dich ausgelacht. Fandest du das schlimm, dass er dich ausgelacht hat? Oder ist dir das egal?
schlimm. Und das fand ich nicht lustig. Nee. War das nicht witzig? Nee, ne? Das hat auch wehgetan, ne? Da habe ich geweint und musste fast im Krankenhaus. Fast. Oh. Im Ernst jetzt? Wenn du fast ins Krankenhaus gemusst hättest, warum weiß ich davon nichts? Ich war fast im Krankenhaus, weil ich fast mich verletzt habe. So. Aber zu ist nur das hier Stück passiert. Ach so, okay. Ich war von oben bis unten gerollt. Die Treppe. Mhm. Ich habe da übrigens Bilder rangehangen. Den Rahmen habe ich jetzt mit Silber besprüht. Ja, kann man so machen. Auf jeden Fall steht das jetzt da. Die Kerzen sind da. Und da ist dieser Zweig. Nee, ihr geht bitte runter. Nee, und bleibt auch unten. Den Engel habe ich jetzt dahingestellt, ist aber nicht so der ideale Platz eigentlich. Und hier drüben, das kommt noch weg. Das kommt weg, das kommt weg. Das bleibt jetzt hier oben erstmal stehen. Ja, mit dem Regal weiß ich nicht, das gefällt mir eigentlich nicht. Ich habe überlegt, ob ich das streichen soll und den Spiegel auch in derselben Farbe. Quasi in dem, steht hier auch in diesem Grün, dieses Vintage-Grün. Besprüht habe ich die Sachen übrigens jetzt damit. Und das habe ich auch besprüht. Das war ja eigentlich weiß. Jetzt ist das Silber. Sieht voll schön aus. So, ich habe mich jetzt abgeschminkt, sieht man ja, ne? Übrigens, weil ganz viele wegen meinen Augenringen fragen. Ich muss selber gerade gucken. Sie sind nicht zu 100% weg. Sie hat auch gesagt, man könnte sogar nochmal spritzen. Da bin ich aber am Überlegen, ob ich es überhaupt machen soll. Also es ist natürlich eine Verbesserung da. Auch eine, die ich auf jeden Fall deutlich erkennen kann. Jetzt bei dem dunklen Licht und wegen der Kamera sieht es noch ein bisschen doller aus. Also wenn ihr jetzt gegenüber von mir stehen würdet, wird es jetzt noch ein bisschen abgeschwächter aussehen. Auf dem Augenlid natürlich spritzt sie nicht. Da sieht man es auch deutlich, dass es da ziemlich dunkel ist. Meine Stimme verlässt mich. Ich bin seit gestern so ein bisschen verschnupft irgendwie, aber irgendwie auch nicht, voll komisch. Und die Augenringe gingen halt vorher wirklich bis hier unten hin und das ist besser geworden. Und es kommt immer auf den Winkel drauf an. Hier ist ein bisschen weniger. Naja, ich habe mir jetzt einen Tee gemacht und ein Avocado-Salat. Ein Avocado-Salat mit Gurke und Tomate und ein bisschen Möhren habe ich diesmal reingeschnibbelt. Und ganz, ganz viel Balsamico und einen Tee. Ich bin jetzt in der zweiten Hälfte meines Zykluses und trinke den Frauenmanteltee. Das ist der erste Monat, wo ich den Tee wirklich jeden Tag getrunken habe, so richtig konsequent. Und jetzt ziehe ich mir ein paar YouTube-Videos rein und wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und bis morgen. Tschüss!